bieten. Die haben wir übrigens auch so ein bisschen festgemacht, da geht's zurück, dann machen wir hier. Gut, das klingt gut. Kapitel 1, Runde 3. Sprenge deinen Hirn. Willst du eigentlich wieder? Okay, wir nehmen es in den Eimer. An die Kaffeemaschine. Sicher? Ich ja. Würde diese Frau über den Kopf geschüttelt. Okay. Nur das Kaffee. Jede Menge Kaffee. Boah, Kaffee ist so geil. Party. Party. Ich glaube, das war falsch. Schade. Okay. Das sind Feuerlöscher. Feuerlöscher sind geil. Und jetzt mach ich die Tür auf. Nein, den Flug, den. Ja. Hallo, nimm den Feuerlöscher, du Spaß. Wuhu! Ich kann rumspritzen. Tot. Dieser Soundtrack ist so geil. Da ist eine Bombe. Aber ich guck auf die Karte. Ist das eine Karte? Nichts. Wir nehmen die Bombe und tun sie aus dem Fenster. In einem U-Boot. Ja. Voll lieb. Was? Wir haben sie rausgeschmissen. Wir haben den Tag gerettet. Hauptsache Bombe weg. Gib dem Neger, den. Ja. So, nimm den Schraubenschlüssel, du Spaß. Geil. Scheiße. Hätte klappen können. Kann ich die Spinne einfach ins Fenster werfen? Ist irgendwie nichts passiert. Gewonnen! Okay, was haben wir da? Irgendeine Grube. Nee, du Spaß. Okay, was haben wir sonst noch so? Irgendwas außer der Bombe noch? Ja, die Bombe. Das war nicht klug. Nein. Unfall. Okay, ich bin immer dafür, dass wir. Aber Kaffee. Ja, aber ich will den Eimer der Frau über den Kopf stülpen, weil die hat gar keine Titten wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich ein Mann. Nee, das ist ein Mann. Guck. Mann. Sag ich doch. Nimm die Knöpfe. Ja, aber ich will erst die Titten haben. Und dann damit die Knöpfe holen. Nein. Der Tag ist gerettet! Oh Mann. Ja? Ah, gewonnen. Okay. Glaubst du, ich kann den Kessel mit dem Ding nehmen? Nimm die bringen? Keule weg. Nimm die Keule, okay. Das war dumm. Ja. Der gibt die Keule nicht. Na, haut ja zurück. Darf ich eigentlich Schleichwerbung für Monster machen? Monster ist ziemlich geil. Monster! Hier gibt's irgendwie sonst nichts, oder? Können wir noch irgendwie die Zeit vielleicht? Nee. Hier gibt's einfach nichts. Vielleicht muss ich den Typen einfach lange genug treten. Zeit ist abgelaufen. Okay, Zeit ablaufen lassen war auch falsch. Ja, noch einmal Barkeeper. Den Barkeeper? Nimm das, du Stück! Oh, jetzt hat er es kaputt gemacht. Ja, gut. Glaubst du, wir können mit dem Schraubenschlüssel den Gascontainer öffnen, dass er nicht platzt? Oh, doch nicht. Aber fast. Es ging schon in die richtige Richtung. Irgendwie kommt es so da. Der geht immer vor ihm. Können wir mal abhauen? Desertieren? So, an den Zipfel von der Bombe habe ich auch noch gleich. Zipfel von der Bombe. Das ist unlösbar, glaube ich. Okay, einfach nur den Gascontainer. Oder wo es hinzunehmen. Wie gut ist das denn? Bumm.
Okay, jetzt haben wir noch das hier. Jetzt war sogar die Goldlösung, das war die extra kreative Lösung. Okay, wir nehmen dir seinen Hut weg. Ah. Und tun wir auf die Bombe. Er lässt die Bombe auf. Was zur Hölle? Ah, ich weiß es jetzt. Wir nehmen seinen Hut weg, dadurch sind wir sein Vorgesetzter. Und dann sagen wir ihm erst mal die Bombe treten. Jetzt tritt in die Bombe, guck. Oh Mann. Haha! Geschafft, das ist gleich der Typ dahin. Okay, the day is saved. Guck mal aus dem Fenster. Oh nein, das ist der Geheimlevel. Dann müssen wir die kreativen Lösungen überall finden. Okay, gehen wir in Kapitel 2.